Willkommen beim Nerds of Law Podcast. Die Nerds of Law, das sind Katharina Bisset und Michael Lanzinger. Wir präsentieren euch Neuigkeiten zu Recht und Technik, spannende Interviews sowie Tipps und Tricks generell zur geekigen Seite des Rechts. Denn vergesst nie, Law is the ultimate science. Nerds of Law, Episode 130. Galeriekanzlei mit Kilian Springer. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Nerds of Law. Heute haben wir wieder mal einen Kollegen aus Deutschland angeschleppt, Kilian Springer. Ich habe jetzt kurz überlegt, Kilian, so wie man sich halt neumodern kennenlernt, auf LinkedIn virtuelle Kaffeechill getrunken. Und irgendwie habe ich mir dann schon ein paar Mal bei den virtuellen Kaffeechill gedacht, hey, das war so interessant, da habe ich so viel gelernt, das müssen wir eigentlich im Podcast zahlen. Deswegen ist der Kilian heute da, aber bitte stell dich einfach unseren Hörerinnen selbst mal vor und wo du herkommst und so deinen Background. LinkedIn, das Tinder der Arbeitswelt. Ja. Offenbar. Gut, Verzeihung. Hallo Kilian, bitte stell dich vor. Hallo. Danke für die nette Einladung. Ja, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Also ich bin Kilian Springer, ich bin Anwalt und Legal Tech Manager bei Forvis Mazars und ich habe meine Legal Tech Karriere gestartet mit meiner eigenen Selbstständigkeit. 2015 haben wir in Leipzig eine Kanzlei gegründet, ein Kollege und ich, und in einer Galerie. Das heißt also, das war eine voll funktionstüchtige Galerie und wir haben die Kanzlei darin ein wenig versteckt. Und weil wir aber gesagt haben, wir müssen natürlich dann alles papierlos machen und digital, hier kann nichts rumliegen, haben wir versucht, Lösungen zu finden, die für Anwälte und Kanzleien geeignet sind. Und das gab es irgendwie 2015 noch nicht so richtig. Und das führte dazu, dass wir bestehende Lösungen customized haben und überlegt haben, wie können wir was machen, beispielsweise mit Nextcloud oder anderen Dingen. Wie können wir dafür sorgen, dass es maximaler Geheimnisschutz ist, dass wir Datenkontrolle haben, dass wir uns um die Datensicherheit kümmern können. Und so kam es dazu, dass wir irgendwie immer mehr eigene Lösungen gebaut oder angepasst haben. Irgendwann mal kam ein Praktikant dazu, Markus Schulz, der ist jetzt auch Legal Tech Manager mittlerweile, oder eigentlich schon länger als ich, und hat gesagt, ja, das hat uns da unterstützt. Und irgendwann mal hat er uns erklärt, das ist Legal Tech, was wir machen. Und so kam es dazu, dass wir eigentlich wie so eine kleine Oase des Experimentierens gebildet haben, vom KI Legal Tech Chatbot, also den wir schon recht früh gemacht haben, also was damals noch NLP war, KI, über, was hatten wir noch gemacht, also verschiedene Programme, wir hatten auch eine App einfach so gemacht und der einzige Grund hinter dieser App war, weil wir es können, da mehr Sinn hatte diese App nicht von unserer Kanzlei. Reicht, reicht. Ja, reicht. Nur solche Sachen gemacht. Finde ich ja, sehr schön. Genau. Boutique-Kanzlei kennt man, Galerie-Kanzlei ist was Neues. Zwei Fragen dazu. Erstens, habt ihr Kunstförderungen gekriegt? Und zweitens, wollt ihr mal wer euch als Kunstprojekt kaufen? Also wir haben tatsächlich überhaupt nicht kommerziell gearbeitet als Galerie. Also es war eher so ein wir haben nicht nach immer voll funktionstüchtige Galerie, weil es manchmal so ein Baumarktfeeling hat, wenn man sagt, ich stelle eine Kanzlei aus. Das möchte ich nicht jedem so unterstellen, aber es ist eben nun mal keine volle Galerie. Aber wir haben diese Kanzlei so gestaltet, dass es tatsächlich die Galerie im Vordergrund stand optisch. Mhm. Und also das bisschen Büromaterial, was wir hatten, das Bürozeug, das haben wir sozusagen hinten in der Ecke versteckt, das hat keiner gesehen. Und die Leute waren wirklich in der Galerie und haben gefragt, wo denn die Kanzlei wäre. Und dachten immer, es wäre irgendwie eins drüber. Ich so, nee, du bist da. Wir haben einfach nur die Rechner vom Tisch gestellt und da stehen jetzt die Weingläser drauf. Das gefällt mir. Aber abgesehen von den Weingläser beim Rest, also ja, da wird man ganz warm ums Herz. Ja, aber Katharina, stell dir das vor, so eine Van Gogh-Galerie und die Kanzlei drinnen, das würde mir gefallen. Ich weiß nicht, ob ich Van Gogh emotional schaffe, da muss ich so viel weinen. Ja, aber was ist so Starry Night und so weiter, das gefällt mir schon, ja. Nein, wegen meiner Lieblings-Doctor Who-Folge, Vincent and the Doctor natürlich. Gut. Gehen wir mal zurück zu dem Moment, wo der Kilian in seiner Galeriekanzlei sitzt. Genau. Yeah. Und Apps baut und Chatbots macht und. Ja, also ich habe das nicht alles allein gemacht, das hat auch viel Markus gemacht, aber ja, wir haben da immer viel zusammen konzeptioniert. Also man konnte dann irgendwie beispielsweise damals über Alexa unseren Kündigungs-Chatbot anfragen und prüfen, ob die Kündigung jetzt rechtmäßig war oder ob man vielleicht doch zum Anwalt gehen muss. So ein Mist haben wir gemacht, das war 2016, 17. Dann hatten wir dann so von Google gab es den NLP, oder gibt es noch, wie heißt der, Dialogflow haben wir dafür genutzt und geguckt, wie weit wir da kommen. Ja. Ich stelle mir das nur gerade vor, bei Alexa, so kann ich in der und der Firma mich kündigen lassen, ja, unter diesen Umständen. So. Kann ich bei Amazon kündigen? Nein.
Nee, also du hast deine Kündigung prüfen lassen. Das Ziel war ja sozusagen, Arbeitsrechtskündigungsschutzklagen irgendwie zu uns zu ziehen. Aber ja, das sind so Sachen, die wir gemacht haben. Alles cool. Ja. Aber du bist ja jetzt nicht mehr als Rechtsanwalt so tätig. Nur im kleinen Rahmen noch. Also meistens berate ich die Kollegen, wenn die zu Themen haben, zu Software und KI, weil ich ja recht tiefes Verständnis von diesen Themen habe, dann kann ich da mal nochmal zuarbeiten. Das ist quasi ein Consulting-Lawyer. So das wie heißt, der Sherlock Holmes ein Consulting-Detective ist. Aber es ist nicht mehr dein Dayjob. Nee, es ist nur noch ein kleiner Teil, ja. Ich glaube, ich will wieder ein bisschen mehr machen, aber aktuell ist es nicht so. Sondern, erzählst du uns noch, was du machst? Ach so, ja. Das kann ich natürlich machen. Ja, bitte. Also ich bin Legal Tech Manager. Ich habe letztens gesagt, eigentlich Mädchen für alles, was digital ist. Das heißt also von Legal Operations über, wie kann man eigentlich sozusagen Prozesse digitalisieren oder modern umsetzen und wie macht man das Ganze drumherum von einem Workflow, wie schreibt man das auf, wie macht man die Policies drumherum, all diese Themen über die Einführung von neuer Software, über die Entwicklung zur Software, wo ich mir jetzt nicht antue, bei Vorwiss Mazar, Software direkt zu entwickeln, sondern es ist dann eher so ein Low- und No-Code, Beispiel jetzt mit Power-Apps oder ähnlichem. Solche Themen mache ich. Eigentlich grundsätzlich suche ich immer irgendwas Neues, was mich herausfordert. Ja, ich bin auch ein bisschen mit dem Bereich KI mit tätig, aber da nur so ganz am Rand, bei Vorwiss Mazar zumindest. Ja, das sind so die Sachen, die ich mache. Aber wie war dann die Entscheidung oder der Entscheidungsschritt zu sagen, okay, jetzt mache ich nicht mehr hauptsächlich Rechtsanwalt, sondern gehe mehr in die operative Ebene? Ich meine, das ist ja doch ein heftiger Schritt von der Anstellung in die von der Selbstständigkeit in die Anstellung umgekehrt. Ja, also vielleicht, das liegt ein bisschen auch in meiner Persönlichkeit, wenn ich jetzt gleich ganz offen bin. Ich habe immer so Sachen, die mache ich und irgendwann habe ich die für mich fertig gespielt, weil ich all das gemacht habe, was ich machen wollte, dann suche ich was Neues. Und ich war irgendwie für mich persönlich als Anwalt fertig. In dem Punkt, wo alles so gut war und hätte weiterlaufen können, habe ich mir gedacht, wird Zeit für was Neues. Und ich war noch nie richtig lange angestellt. Und dann bin ich in die Anstellung gegangen und wollte halt gerne im größeren Maßstab auch Legal Tech Dinge tun. Wir haben in der Kanzlei, haben wir viele Sachen gemacht, aber uns hat ja am Ende immer so ein bisschen das Kapital gefehlt, da irgendwie die Tiefe zu gehen. Obwohl, denke ich mal, das Wissen und beziehungsweise viel Experimentierfreudigkeit da war und ich wollte einfach gerne irgendwo anders das machen. Ja, das ist schon mal sehr, 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 sehr cool. Das heißt, ich denke mal auch zutiefst, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, also ich habe jetzt trotzdem vor, dass ich länger Anwalt bin, aber wie die Katharina gern sagt, ich renne mir diese glitzernden Sachen nach. Aber ich glaube, sie sagt es nur, weil es uns zu ihr sagt. Also wir rennen, glaube ich, beide glitzernde Sachen nach und immer was Neues und da noch und dort noch und so weiter. Also ja, das resoniert. Ja, ich meine, meine Selbstständigkeit als Rechtsanwältin ist jetzt der längste Job, den ich in meinem Leben jemals gehabt habe. Und ich bin seit 16 fast durchgehend berufstätig. Also so ein paar Jahre halt. Ja. Und also ich verstehe es auch, deswegen mache ich jetzt auch so viele Sachen parallel, damit es mir nicht wieder so schnell passiert. Aber das heißt, die Balance dazwischen ist Dayjob, Legal Tech Manager, aber nebenbei noch Rechtsanwalt. Aber du hast doch gesagt, du machst Legal Tech bei Tag, aber Rechtsanwalt in der Nacht. Ein bisschen so wie Batman. Genau wie Batman. Aber du willst jetzt auch noch mehr in die Legal Tech Richtung gehen und Kollegen helfen, hast du erzählt? Ja, genau. Also ich bin schon ein bisschen nebenbei noch tätig und mache so die Themen Workshops. Gerade das Thema KI ist, also wir haben ja damals in der Kanzlei auch schon 2018 angefangen, uns sehr stark mit dem Thema, also insbesondere ich, mich damit zu beschäftigen, wie das funktioniert, als noch so dieses Thema Big Data immer da war und diskriminative KI, wie funktioniert das? Wir hatten viele Kunden so im Bereich Online-Marketing, die da sich schon viel mehr interessiert haben und ich mich dadurch auch, also nicht nur dadurch, aber weil ich wusste, es ist nach Blockchain das nächste große Ding und Blockchain war für mich irgendwie, hatte ich persönlich nicht das Gefühl, dass es die großen Lösungen hat, wie wir uns das alle am Anfang überlegt haben. Aber als ich KI kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, Slow Clap, gefällt mir. Entschuldigung. Also Blockchain, wir sind da nämlich ähnlicher Meinung. Also Blockchain ist für uns ein sehr starkes Buzzword und so. Wir werden auch öfters mal gefragt, warum tat sie das nicht auf die Blockchain und so, weil es nichts bringt.
Ja, ich bin da richtig in die Rabbit Hole rein. Ich habe irgendwie 3, 4 Bücher gelesen, so, und dann muss man, das ist ja der nächste Schritt, was ist eigentlich Geld, wie funktioniert Fiat-Wertung, Währung und so weiter. Und bin immer tiefer rein und irgendwann dachte ich mir, wofür? Und dann habe ich KI entdeckt und dachte mir, oder Deep Learning, Machine Learning war das für mich damals das Thema und dachte mir, das ist es, da habe ich Bock drauf. Und jetzt mache ich da halt Workshops oder Vorträge, so, wenn ich das, hatte jetzt das KI-Labor Recht, war ich jetzt Teil in Nürnberg bei der Legal Revolution, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und bin da so ein bisschen eher der, vielleicht mehr von der technischen Seite kommt. Jetzt nicht so der klassische ChatGPT-Anwender-Tipps gebende Mensch. Also mache ich auch, aber das ist nicht der Markenkern. Aber es gibt ja auch, sagen wir mal, KI ist ja zum Teil ja auch schon fast ein Buzzword. Und man kriegt irgendwie so das Gefühl, dass ja, es muss jetzt überall KI drin sein, KI for KI's sake, und ich habe auch schon viel geschimpft, so if all you have is a AI hammer, every problem is an AI, aber du gehst es ja, und das ist das, was ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, jetzt nicht so an mit, hey, KI ist die Lösung für alle deine Probleme, sondern hast mir auch erzählt, dass du gerade da den Kollegen hilfst, das Pferd nicht von hinten aufzuzäumen. Wie machst du da oder was machst du da? Es gibt ja so 2 große Themen bei KI. Erstens, das ist absolut richtig, es ist ein Hype. Ich glaube, es trotzdem realistisch ist, dass es sehr viel verändern wird. Nur was auch ehrlich ist, wir wissen nicht genau, was und wie es sich verändern wird und wie es sich weiterentwickelt. Ja, wir haben, wenn man jetzt in die Vergangenheit guckt, die letzten 1,5, 2 Jahre, wie da schon KI sich entwickelt hat, das konnte vor 2 Jahren, konnten nur wenige gewiss voraussagen und man konnte jetzt nicht da rein investieren und auch jetzt kann man das noch nicht. Es herrscht halt eine große FOMO, also alle haben irgendwie Sorge, was zu verpassen und die Leute kommen auf einen zu und dann sage ich, okay, mal jetzt entspannt, wir gucken mal, wir suchen mal einen Use Case, der tatsächlich für KI geeignet ist. Da hatte ich mal einen Workshop, da kamen dann Leute mit Ideen, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn das dein Problem ist, gib mir jetzt bitte deinen Computer, ich nehme jetzt deinen Outlook, dann mache ich jetzt 2 Klicks in deinem System und dann hast du das gelöst, dafür brauchst du keine KI. Und das ist wirklich genau das, die Leute denken halt jetzt, kann man irgendwie alles lösen, aber KI ist einfach nur ein weiteres, sehr großes, sehr mächtiges Tool in der Toolbox und so muss das auch angesehen werden. Ich kann damit Text verstehen und verarbeiten, beispielsweise mit generativer KI, ich kann auch andere Dinge machen. Und dann gibt es halt Themen, wo das interessant ist, aber man kann immer noch einen Großteil mit Automatisierung oder meistens sogar einfach mit einem guten Prozess lösen. Ja, das ist, viele hoffen, glaube ich, dass so ein bisschen einfach die Arbeit oder das Denken abgenommen wird, aber das ist immer noch nicht so. Und das sieht man ja auch, dass viele mit Copilot oder ChatGPT am Ende überfordert sind, weil man sich dann doch in der Tiefe damit befassen muss, wenn man damit einen Mehrwert haben möchte. Davon. Du hast jetzt gerade ein ständiges Thema bei uns im Podcast angesprochen, weil wir sehr viel Gäste und Gästinnen haben, die eben genau das beschreiben, das eigentlich, und da sind auch wir, also Katharina und ich drauf gekommen, beziehungsweise bin ich sehr stark über die Katharina drauf gekommen, wir glauben, schauen wir, jetzt haben wir ein Tool und dann passt das alles, so der Geist aus der Flasche und in Wirklichkeit musst du halt nur deine Prozesse immer nachziehen und dann geht schon viel besser und du brauchst dann oft KI oder so, ja, und das ist auch mittlerweile unser Ansatz. Ich muss auch einen Disclaimer für unsere Hörerinnen und Hörer hier einbringen. Unsere Gäste bekommen nicht dafür jedes Mal dafür bezahlt, wenn sie das Wort Prozess sagen. Also wollte ich nur erwähnt haben. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, danke, ja, weil sonst hätte man jetzt schon viel Geld ausgeben, glaube ich. Aber dafür habe ich heute noch nicht gesagt, dort im Stundensatz. Also bitte, continue. Warte mal, wir brauchen nur Strafverteidiger, jetzt haben wir alle Passwörter. KI, Blockchain, Prozesse, Tod im Stundensatz und Strafverteidigung. Jetzt haben wir alles. Perfekt. Wunderbar. Wir können weitermachen. Ich muss zugeben, Strafverteidigung hättet ihr wahrscheinlich nicht von mir gehört. Das ist kein Buzzword, was ich großartig in meinem Repertoire habe. Das sagt nur der Michael, es interessiert uns da wirklich keinen. da kann ich jetzt nichts dagegen sagen. aber das heißt, diese alte Partyfrage, und um hier jetzt zu den Buzzwörtern den Buzz-Cringe-Satz noch zu sehen, wird die KI die Juristen ersetzen? Der Robo-Lawyer? Wird uns der Robo-Lawyer ersetzen? Ganz wichtig, du musst Robo-Lawyer sagen, nicht, sonst gibt es nicht. Ja. Es ist schon eine Aussage, wenn man ernsthaft sowas denkt. Natürlich nicht, weil ich weiß es nicht, was viele Leute als Markenkern der Juristen sehen. Wer jetzt wirklich nur einen ganzen Tag Verträge übersetzt und sagt, das ist seine Arbeit, der wird vielleicht ersetzt, aber ich als Anwalt habe eigentlich meinen Markenkern daran gesehen, dass ich mit Mandanten spreche, ihre Probleme übersetze in die Jurawelt und das wieder zurück übersetze.
Und jemand, der keine Ahnung von Jura hat oder da diese Hilfe braucht, der kann auch nicht zu ChatGPT gehen und davon ausgehen, dass das jetzt alles perfekt läuft. Ich kann KI nutzen, um meine Arbeit zu erleichtern, um Monkey-Tasks irgendwie leichter abzuarbeiten, um vielleicht sogar die ersten 80% bei der Vertragserstellung fast zu automatisieren, nachdem ich die Informationen eingegeben habe. Aber ich antworte natürlich so wie alle, ne? Die Anwälte mit KI werden die vielleicht ohne KI ersetzen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man in die Vergangenheit guckt, sieht man, dass jede technische Neuerung nicht dazu geführt hat, dass irgendwie Jobs verloren gegangen sind, dass man weniger Arbeit hatte, sondern tatsächlich mehr. Wenn man an sich guckt, wie haben die Leute in den 70er, 80er Jahren gearbeitet, als es keine E-Mails gab, da haben sie halt 2 Tage auf einen Brief gewartet. Und es führt jetzt nicht dazu, dass wir jetzt nur noch E-Mails alle 2 Tage verschicken oder so. Nein, wir kriegen halt hunderte E-Mails am Tag. Und da haben wir einfach mehr Arbeit, sind schneller. Und genauso wird es mit KI. Wir können dann als Einzelpersonen einfach noch mehr Arbeit erledigen. Und so wird es auch werden. Wir werden trotzdem 40 Stunden die Woche arbeiten. Hast du gewusst, dass es KI-Fax gibt? Ja, das habe ich schon gehört, ja. Ich muss das jetzt bringen, weil ich wurde da unlängst darauf aufmerksam gemacht von einer Person, die namentlich im Podcast als Hosterin nicht genannt werden möchte. Ja, wir wissen nicht, wer das ist. Ja, ich habe keine Ahnung, was ihr habt. Nein, die Daniela Domokos ist schuld. Sie hat's geschickt, dann haben wir sehr gelacht und ich musste das dann an Leute verteilen, wo ich wusste, die werden den Humor verstehen. Und ich habe es super gefunden. Habt ihr das jetzt schon probiert, ein Fax? Ich habe es noch nicht probiert, aber ich würde es auch nochmal erklären. Also es gibt tatsächlich ein Angebot, dass man ein Fax, ein Simple Fax, das glaube ich, schicken kann, in der KI-Anfrage und man kriegt ein Fax mit der KI-Antwort zurück. Und ich finde das, also ich finde es ja gut, wenn man so ein System hat und sich neue Modelle aussucht, wie könnte ich jetzt mein Faxgerät oder dieses Faxangebot noch weiter verbessern. Und ich liebe diesen Gedanken, dass man KI per Fax ansprechen kann. Also das ist großartig. Ich bin mir nicht sicher, ob es Satire ist, aber mich macht es sehr glücklich. Ich finde es cool, das ist irgendwie so retro. Das ist wie wenn's Twitter mit einem Morse-Alphabet machst. Würde ich auch cool finden, aber einfach aus einem Retro-Gedanken heraus. Ja, ich meine, oder die Leute, die diese alten Telefonhörer ans Handy gesteckt haben. Ah ja, genau. Um damit in der U-Bahn zu stehen, das war auch ein bisschen absurd. Also ich weiß es nicht, ich müsste jetzt mein Fax irgendwie suchen. Suchen ist in, wo nein, du die Link kannst, du kannst aber E-Mail, also es gibt Dienste, wo du eine E-Mail schreibst und das wird dann in der Fax umgewandelt. Und ich würde es nur so benutzen. Also ich würde mit einem E-Mail-Dienst ein digitales Fax hinschicken und man dann den KI-Prompt machen und man dann das Fax zurückschicken lassen, das dann wieder in eine E-Mail umgewandelt wird. Weil es ist so herrlich medienbrüchlich, dass der Wahnsinn ist. Das finde ich schon wieder super. Also mein Hirn ist auch wunderbar absurd. Nein, ich schreibe es mit der Hand, dann lasse ich es einlesen mit Handschrift Recognition, OCR. Wir können das schon noch bis zum Exzess treiben. Super, ja. Aber vielleicht wenden wir uns wieder anderen Dingen zu. Nein, mir würde es jetzt interessieren. Also wir haben ja eben, manche Dinge kann man auch anders lösen. Was sind so für dich die Use Cases, wo KI gut geht? Oder was du gesagt hast, in der juristischen Arbeit, das sind die Sachen so thematisch oder Beispiele, wo es für dich funktioniert. Du sagst das zum Beispiel auch in deinem Blog, ich nutze, also KI-Nutzungen im Alltag, das ist so diese Geschichte. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich überlegt, das nochmal zu updaten, weil das eigentlich schon sowieso so geändert hat. Habe ich heute erst gesehen in diesen Artikel. Also ich würde jetzt mal einfach, ohne jetzt hier Thema Datenschutz, und das können wir jetzt mal ausblenden, da müsst ihr alle selbst drauf achten, aber wo ich eigentlich KI sehe, ist zum einen natürlich wirklich ganz stark in der Recherche, also das ist eine ganz große Erleichterung, also jetzt ein Perplexity anzuwerfen und da irgendwie mal eine kurze Marktrecherche oder andere Themen zu machen, also wenn wir vorher, sag ich mal, nicht wussten, wie es weitergeht, da haben wir Google genutzt und von Google geht man ja dann immer tiefer rein und jetzt kann man sozusagen eigentlich mit so einem Perplexity und Co. schon einen Schritt in die Tiefe nochmal überspringen. Ja, wo ich bei Google mich dann auch überall durchklicken muss und gucken soll, finde ich irgendwas Gutes und dann irgendwann im Gesetz nachlese, können wir jetzt schon da eins rüberspringen. Und wenn das dann irgendwann mal intern über die eigenen Daten geht, ist natürlich großartig. Ich bin auch gespannt, was da mit Back-KI dann irgendwann mal noch wird. Das ist ein Thema Recherche. Dann natürlich das Draften, also klassisch irgendwie so E-Mails erstellen oder auch, ich habe letztens eine große E-Mail bekommen, habe da die persönlichen Daten rausgezogen, gesagt, hier, das war so eine Feedback-E-Mail zu einem Tool, habe gesagt, hier, mach mal Aufgaben raus, lies mal raus, was da drin steht und mach mir einen Aufgabenplan, sag mir, wie lange ich für was brauche und schlag mal was vor. Und das fand ich, das war natürlich, man hat es echt leicht gemacht. Ja? Das waren dann irgendwie, es waren wirklich viele Aufgaben, irgendwie 30 Stück, die da drin waren. Und das habe ich dann nochmal kontrolliert.
Das finde ich eine gute Anwendung. Also grundsätzlich eigentlich alles, wo man Text schnell verstehen oder verarbeiten muss und kann. Ja, das, also wenn mich jetzt Sachen, also wo ich es oft benutze, ist, ich bin ja auch jemand, der sich gerne vertippt, ist jetzt so wirklich Tippfehler rausziehen. Das habe ich letztens einen LinkedIn-Post gemacht und tatsächlich, er hat alle Tippfehler rausgezogen und dann habe ich doch noch irgendwie was unten drunter geschrieben und da habe ich mich gleich wieder vertippt. Also Aber kann das Word nicht? Jetzt mal blöde Frage. naja, so Logikfehler wie ich habe da und da geschrieben. Ja, ich habe das den LinkedIn-Post ja bei LinkedIn reingeschrieben. Also das. Okay. Also ich hatte es vorhin nochmal, ich nutze ja aktuell Notion und dann habe ich, dann Notion ist ja die KI gleich drin, die ist jetzt nicht die allerbeste, aber für so kleine Sachen ist ganz cool. Oder halt zum Brainstorm finde ich es auch gut. So als Sparringspartner, ne, im Alltag. Da sehe ich eigentlich generative KI als ziemlich cool an. Ich möchte an der Stelle sagen, dass die Katharina eine Art organische KI manchmal benutzt, weil ich kriege hier und da E-Mail von ihr, das ist, formuliert es um auf gescheit oder auf nett. Meistens nett. Also kannst Meistens du mir nett das, Michael, und kannst du mir das in nett schreiben? ja, genau. Also das heißt, ich werde tatsächlich einer werden, der irgendwann mal durch KI ersetzt werden wird, auf Das der ist meine Ebene. Theorie. Das ist die Theorie. Also ich werde wirklich, also Aber ich es als ist eigentlich was Rechtsanwalt werde Gutes. wirklich durch einen anderen ersetzt, ja. Ja, nicht als Rechtsanwalt, du als Michael. Also Als mehr Michael, so ja, als als Michael, als aus. Person, was? Michael So schlimm. als Assistenz von Katharina wird ersetzt. Ja, Ja. genau. Finde ich ja eigentlich. Muss auch passieren. Ja, aber dieses Brainstormen finde ich eigentlich super, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als vor einem leeren Word-Dokument, vor der leeren Seite zu schreiben mit dem blinkenden Cursor. Und du weißt nicht, wo du anfängst. Und wenn du dann so hergehen kannst und sagst, okay, ich schreibe einen Artikel zum Thema so und so, Kannst du mir da ein paar Überschriften geben oder welche Themen würde ich behandeln in dem Artikel? Und das hilft mir. Ich meine, das ist vieles eher Schmoren, aber es reißt dich schon mal raus. Es gibt ja auch Sachen, an die man nicht gedacht hat. Und ja, finde ich einfach richtig, richtig cool. Und auch dieses allgemeine Brainstormen, weil es einfach nicht, natürlich nicht menschlich denkt, hast nochmal eine ganz andere, weirde Antworten manchmal. Ich kann ja nicht immer euch und andere Leute anrufen, wenn ich wieder Ideen habe, dann beschweren sich, gibt es immer so Beschwerden über, war ich zeige schon in ein Projekt rein oder ein Buch oder ein, lass mich in Ruhe, Gibt's ich muss arbeiten. geheime Meetings, Selbsthilfegruppen? Ja, wir wissen es. Ja, es gibt Selbsthilfegruppen, also auch für meine Autorinnen und Autoren, ne, Ja, Co-Autoren. Also, das ist. nur Spoiler Alert, Ja, falls du so. wir sind kurz davor, einen Dachverband zu gründen, damit wir die verschiedenen Gruppen mal untereinander kriegen. Das wird ja dann internationaler Dachverband auch gleich, ne? Ist ein Das ist gut. internationaler, ja, über Österreich hinaus. Also, was ich, also Leute, wo es die Software hingemacht hat, Ja, Hilfe Autorinnen, Katharina, dann Projekte, Software kaputt gemacht. ja, Kontext ist sehr wichtig, ja, Kontext und wofür er gut ist und solche Sachen. Gibt es auch regelmäßig Weiterbildungen. Ja, da kommt dann der Jonathan immer und erklärt den Leuten, wenn ich random shit sage, was Wie das das zu verstehen ist, bedeutet. ja. Also, da bauen wir richtig was auf, ja. Das war jetzt voll nicht random. Genau, wir schweifen Wo ab. du hast ihm erzählt, was die Use Cases sind, was sind so die ein bisschen Tippen hast du schon erzählt, was für KI-Tools verwendest du sonst noch selber in deiner Arbeit, ob das jetzt bei Masar in deiner Selbstständigkeit, beim Bloggen. Also bei Masar tatsächlich nutze ich fast gar keine Tools. Wir haben so ein eigenes Tool, also hier ganz klassisch OpenAI auf Azure. Das ist, glaube ich, auch seit kurzem jetzt live. Also im Allgemeinen verwende ich ChatGPT, aber eigentlich auch nur aus Faulheit, weil ich es bezahle. Ich brauche es eigentlich so nicht, könnte es eigentlich vieles auch anders machen. Also nicht wegen ChatGPT, aber ich müsste eigentlich nicht dafür bezahlen, so wie ich es benutze. Ich verwende Perplexity AI ziemlich viel für Recherche. Ich muss mal sagen, das sind auf jeden Fall die zwei wichtigsten KI-Tools. Dann bei Notion habe ich das AI gestartet, was eigentlich mehr so zum Testen war, aber jetzt habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt, dass es gleich drin ist. Und dann habe ich so diverse kleine Sachen, die ich eigentlich fast gar nicht erwähnenswert finde. Weil grundsätzlich muss ich sagen, dass ChatGPT eigentlich, dadurch, dass sie das so ausgebaut haben, ja wirklich sehr viel abbildet. Was ich da wirklich gerne mittlerweile mache, ist so Daten analysieren und zusammenpacken. Das ist echt sehr vorteilhaft. Oder auch gleich Word-Dateien erstellen lassen und ähnliches. Da mache ich eigentlich das meiste, weil das ist ja das, was ich mache. Ich arbeite halt mit Texten den ganzen Tag.
Ob ich jetzt einen Blogtext schreibe oder irgendwas anderes, ist eigentlich das ist mein Hauptding, irgendwie Texte zu analysieren und neu zu machen. Ja. Ich meine, das ist ja extrem beeindruckend und jetzt den Blick auch über deinen Werdegang hin zum, ja, Legal Tech von der Beratung über die Kanzlei. Und ich denke mir so, ich meine, du hast das Rechtsanwalt gestartet mit Ideen, mit Plänen, mit Strategien, die viele von uns nach vielen, vielen Jahren nicht haben. Und ich frage mich, woher das kommt. Hast du das gelernt? Weil, ich meine, bei uns in der Ausbildung lernt man weniger über Legal Tech oder wie man, tja, vielleicht seine Kanzlei digital aufbaut, lauter solche Sachen. Wie bist du dazu gekommen und hast du das gelernt? Also ich muss zugeben, ich habe schon mit 17 haben wir einen Verein gegründet in Leipzig, oder ich war 17, wo wir zum Beispiel Veranstaltungen gemacht haben, so richtig Partys, Events, Konzerte und so, weil wir Bock hatten, sowas zu machen. Und da war ich immer mit im Vorstand und habe organisiert und so, da habe ich schon einfach gelernt, so ein Management von Menschen sozusagen. Ich meine, so hätte ich das damals nicht genannt, aber da habe ich schon die Skills bekommen und ich habe erst mit 22 angefangen zu studieren, Jura, weil ich vorher noch, sag ich mal, noch nicht ganz bereit war für ein Studium. Aber viele andere Dinge gemacht habe. Ich war immer an irgendwie in der Form in Bewegung, viel gearbeitet, viel dies und das und jenes gemacht. Und ich glaube, da habe ich schon sehr viele Skills gelernt, Soft Skills, die mir dann später in der Kanzlei geholfen haben. Und mein Hintergrund ist dann ein Grund von, ich komme aus dem kulturellen, subkulturellen Bereich. Meine Peer Groups sind Leute aus Startups, aus dem Kulturbereich, aus dem IT-Bereich. Das heißt also, ich war halt nicht beeinflusst von der Anwaltswelt ausreichend genug, um überhaupt auf die Idee zu kommen, Dinge so zu lösen wie andere Anwälte. Und ich glaube, das ist immer ein Riesenvorteil zu sehen, was andere machen und daraus zu lernen und das auf sich anzuwenden. Ich gucke jetzt beispielsweise ein YouTube-Video, 2, 3 Stunden Masterclass, ist jetzt fast durch, von einem der Mitvideoproduzenten von Mr. Beast. Und der erklärt wirklich von haarklein, wie man ein sehr gutes YouTube-Video macht, also wirklich editieren und so weiter. Und dieser Prozess, der für mich eigentlich total unwichtig ist, weil ich dieses Video, so ein Video nie machen würde, aber einfach diesen Prozess zu sehen, wie er Dinge löst, wie er überlegt, wie man ein YouTube-Video gestaltet und so weiter, ist für mich total spannend und daraus lerne ich und gucke, wo kann ich das bei mir anwenden. Und das ist, glaube ich, so, dass immer so diese Quereinsteiger, die irgendwie reinkommen und sagen, ja, warum macht man das denn nicht so? Ja, das ist ja was in der Anwaltswelt recht schwer ist, weil selten Menschen außerhalb unserer Anwaltsgemeinschaft genug anerkannt werden, um das anzunehmen. Aber bei mir, da ich ja Anwalt bin, kriege ich diese Anerkennung und konnte damit sozusagen vorangehen. Es war für mich einfach eine natürliche Lösung, ein Projektmanagement-Tool einzusetzen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, nicht ein Projektmanagement-Tool für meine Aufgaben innerhalb meiner Kanzlei zu machen. Oder wir sind von uns was vollkommen klar, dass wir Workflows aufschreiben müssen. So, ja, wir müssen doch die Arbeitsabläufe abschreiben, damit jeder weiß, wie das funktioniert, wenn man dann reinkommt. Das war für mich. Und jetzt komme ich in große Kanzleien und da hat gefühlt noch nie jemand davon gehört oder die Idee gehabt, einen Prozess aufzuschreiben. Und ich dachte, hä, das haben wir doch in unserer Mini-Kanzlei schon gemacht, weil das macht man doch so, oder? Story of our lives, story of our lives. Ja. Ganz genau, kann man sagen. Aber das ist so spannend, weil ich so das Gefühl habe, so wie viele von uns entweder früh geprägt durch nicht anwaltliche, nicht juristische Branchen Einflüsse sind und wie viele von uns das oder zumindest später zugelassen haben und dem offen sind, weil ich glaube, das Schwerste ist ja, wenn du genau aus dieser Bubble kommst, vielleicht sogar noch familiär und dann mit bestehende Strukturen hineinwächst. Denke mir, das ist sicher schwer, aber ich sehe schon ich sehe ein gewisses Theme, muss ich sagen. Ja, ich kann mir das vorstellen. Also ich persönlich bin jetzt hier sozusagen, komme jetzt aus wirklich aus ganz anderen Strukturen. Also jetzt beispielsweise, als es um die Werbung für die Kanzlei ging, war es für uns klar, dass wir Aufkleber machen, weil das kennt man so, dass man immer Aufkleber macht für irgendwas, was man. Ja, und das war Irgendwo dann eher was hinklebt dann die. Ungewöhnliches. Ja, und anderen Leuten gibt es, die es vielleicht irgendwo hinkleben, ob man mit auf dem Laptop oder sonst wo haben, oder dann hat man Beutel gemacht oder man hat so hier Flaschenöffner gehabt, die gingen sehr gut weg, weil das war ja was Nützliches. Und das ist, glaube ich, so, das sieht man ja nicht als Besonderheit an, wenn man das nicht gespiegelt bekommt. Das war einfach die Art und Weise, wie wir das lösen würden, die Themen. Und später habe ich das wahrgenommen, dass das nicht, naja, nicht wahrgenommen, aber es ist mir aufgefallen, dass das gar nicht das Übliche
Ja, ist, ich weiß, es ist so weird, gell? Hm. Aber was wird dir dann fehlen? Ich meine, wenn du sagst, in der Ausbildung, ich meine, da haben wir, ja, du hast auch nicht aus der klassischen juristischen Ausbildung gelernt. Was würde da deiner Meinung nach fehlen? Was würdest du bei dir deiner Meinung nach in der Ausbildung noch brauchen, um die nächste Generation zukunftsfit zu machen? Ist das jetzt nur der KI-Kurs oder? Also das würde ich gar nicht sagen. Also ich muss jetzt mal ganz offen sagen, ich meine nicht, dass jetzt irgendwie Studenten, also ich finde es gut, wenn sie es machen, aber ich sehe da irgendwie viel, viel krass strukturelles Problem. Zumindest kann ich jetzt nur von Deutschland sprechen. Ich persönlich habe den Eindruck gehabt im Studium, dass es nicht nur nicht praktisch war, was auch okay ist. Ein Studium ist in einer gewissen Art und Weise ja auch Studium, aber es ist sogar schon fast teilweise Anti-Praxis. Ne? Das kann man in der Praxis so machen, aber hier nicht und andersrum ist dann auch wieder. Also ich finde zum Beispiel, es ist sehr verschult und dadurch hat man gar keine Möglichkeit wirklich zu studieren. Es ist kein Wissensstudium, wo du einfach sagst, ich bilde mich von mir aus weiter und gehe tiefer rein in die Themen. Also es ist nicht so dahinter gedacht, weil man unglaublich viele Juristen und Juristinnen ausbilden muss oder ausbildet. Ich würde mir vorstellen, dass man einfach so wie anderen Studiengängen beispielsweise ein Grundstudium hat, wo wir alles lernen und nach dem Grundstudium anfangen, in eine Richtung zu gehen. Ja, sei es Zivilrecht, öffentliches Recht oder anders. Und in diesem Themagebiet auch mehr schon vielleicht lernt, was es denn bedeutet, das beruflich zu machen. Ja, vielleicht kann man auch die duale Ausbildung schon viel früher anfangen, dass man sagt, okay, ich werde erstmal Anwalt und kann mich in die Richtung schon. Ja, in Deutschland ist ja eigentlich bekannt für sehr gute duale Ausbildung. Das ist vielleicht jetzt vollkommen absurd für Juristinnen und Juristen, das zu hören, aber. Naja, wo es ihr schon in Deutschland einen Vorteil habt, zumindest aus meiner Sicht, ist diese Fachanwaltsausbildung, die es ja so in Österreich nicht gibt. Also auch mit dieser Fortbildungsverpflichtung, zumindest so wie ich das von außen betrachte. Ich finde das sehr sinnvoll, dass man sagt, okay, man kann sich in diesem Bereich weiterbilden. Es ist bei uns systemisch ja nicht vorgesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es schon auf der Universität gut geheißen hätte, weil bei uns hat es Studienschwerpunkte gegeben, die für mich damals fast nur ein bisschen überfordernd waren. Aber es stimmt schon, ja. Also das ist was immer oft also wünschender. Ich habe mir das Recht gemacht. Ich habe gewusst, wie man einen Vertrag im Internet abschließt, bevor ich gewusst habe, wie es auf Papier geht. Ja, das ist ja. Nein, also es passt ja. Ich habe diese Studienschwerpunkte auch sehr gut gefunden. Ich habe als allgemeines Studium sehr gut gefunden, weil ich sage, ich kann mit dem Systemgesetz umgehen. Aber zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, so das mit Marketing und Pickerl machen, ja, so diese Auskristungsgeschichten, die habe ich erst gelernt im Nachhinein und von ganz anderen Branchen. Und da würde man irgendwie ein bisschen mehr das wünschen, dass man die als Juristerei, vielleicht nicht auf der Uni, aber generell, einfach mehr auf andere Branchen schaut. Also ich sage es immer wieder, ich habe wesentliche Dinge für meine Werbung aus anderen Branchen gelernt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, es gibt viele. Also wir sind eine sehr verschlossene Gemeinschaft. Ich glaube, es ist einfach so ein Traditionsding. Ne? Die Jura-Ausbildung gibt es schon lange. Man kann auch lange zurückschauen. Und das ist natürlich irgendwie auch schön. Und es ist ja auch eine Besonderheit, einen Beruf zu haben, der sogar einen gewissen Status hat von sich aus. Ne? Also es ist so ein Beruf, wo man einfach dann auch der Rechtsanwalt ist oder die Rechtsanwältin. Ja. Man hat eine hohe Verbindung dazu. Aber das führt dazu, dass man irgendwie auch so unbeweglich wird. Und das wäre schön, wenn wir da irgendwie vorankommen würden. Das ist ja auch zum Wohle von allen. Und das ist ja auch schön gesagt, also den Einspruch, den habe ich mir sehr gut gemerkt, ist, man kann streiten über das Wie, aber nicht über das Ob. Und das ist, es ist einfach logisch an sich, wenn ein Studium so lange, eine Ausbildung so lange nicht geändert wird. Also ich finde zum Beispiel krass, dass das Thema Urheberrecht in der Ausbildung nicht drankommt. Mhm. Man sagt irgendwie, es ist immer zu viel Stoff und Urheberrecht ist doch eigentlich mittlerweile so wichtig geworden. Es gibt doch keinen Anwalt, der nicht irgendwie in irgendeiner Form mal damit in Kontakt kommt. Ja, aber das ist ja fast wie Datenschutz. Es gibt ja auch viele Kollegen, die sagen, sie machen keinen Datenschutz und machen dann keinen Datenschutz, auch nicht für sich selber. Ja, Urheberrecht. Ich finde, Urheberrecht ist ein Thema, was allgemein viel zu sehr ignoriert wird, auch in der Praxis. Wir haben jetzt auch ganz schon viel von deinen KI-Tools geredet. Du hast Notion erwähnt. Was sind denn sonst noch, weil wir immer Shopping-Tipps brauchen. Was sind so deine Tools, Hardware, Software, ohne die du nicht leben kannst, die du empfehlen kannst? Was wär's? Oh, das ist eine gute Frage. Also persönlich so Projektmanagement-Tools, mit denen ich gerne gearbeitet habe, die ich mochte, ist zum einen Asana, finde ich sehr geeignet für Leute, die nicht so
gut, also die Projektmanagement-Tools suchen, aber sage ich mal, das nicht so IT-lastig sein sollen. Ich fand, Asana ist ein gutes Projektmanagement-Tool, das sozusagen nicht so viel IT-Anforderungen hat, also sozusagen nicht für ITler gedacht ist. Was ich aber mehr mochte, mit dem ich besser gearbeitet habe, war ClickUp. Das fand ich ziemlich cool, weil man da, genau, das ist ein cooles Projektmanagement-Tool, da kann man halt wirklich, finde ich jetzt für Legal-Tech-Abteilungen wesentlich geeigneter, schön, mittlerweile, die haben jetzt auch so ein AI-Brain da entwickelt, also ich habe es noch nicht getestet, und ja, das ist so ein bisschen so ein ganz, ganz cooles Tool. Ich mag sehr Notion. Notion ist so ein Allrounder von irgendwie ein bisschen Datenbank, ein bisschen Projektmanagement-Tool. Aber wenn man was sehr Konkretes braucht, dann ist es irgendwie nie ausreichend. Okay. Ja, das hast oft bei diesen vielen, kann viel ein bisschen, aber wenn es dann wirklich hardcore was brauchst, musst du wieder ein spezielles Tool holen. Ja, ein Tool, was vielleicht nicht viele nutzen, was ich aber sehr mag, ist Todoist. Todoist ist ein sehr kleiner Task, also eher so ein Aufgabentool, ist kein großes Projektmanagement-Tool, aber es ist super, super möglich, super einfach agil zu nutzen. Und du kannst also mobil, und es ist sehr agil, es ist immer sehr zuverlässig. Ich habe zum Beispiel das Problem gehabt mit Reminder oder Erinnerung von Apple, dass das nicht immer gut synchronisiert. Und Todoist ist so ein Tool, das einfach schon super lange am Start ist, lässt sich gut verbinden mit anderen Tools. Weil, also mal sagen, wichtig für mich ist bei der Toolauswahl zum einen, dass diese Tools keinen krassen Login-Effekt haben, dass ich da irgendwie rauskomme. Ja. Und zweitens, dass sie sehr gut mit anderen Dingen kommunizieren können. Also, dass ich halt irgendwie im Vorfeld schon sage, okay, kann ich da eine Automatisierung bauen, ja oder nein, ohne jetzt großartig irgendwie ins Coden gehen zu müssen, was ich ja am Ende auch nicht mache, weil ich dafür gar keine Zeit habe. Und da mag ich Todoist total, weil es sich super, und das, also das ist wirklich ein Tool, was ich uneingeschränkt empfehlen kann, was sehr praktisch ist. Wenn du Aufgaben eingibst, kannst du schon den Tag und alles andere an Daten kurz eingeben und er kennt das automatisch. Das heißt, man kann das wirklich alles mal kurz eintippen und muss nicht mehr irgendwie lange rumtippen und irgendwie, das finde ich, das macht mir sehr viel Spaß zu tun. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Und das heißt, wie kombinierst du das dann mit deinen Projektmanagement-Tools? Weil bei mir sind ja dann die Tasks im Projektmanagement-Tool ja dabei. Oder trennst du das irgendwie? Ich trenne das. Also Asana nutze ich für die Vorwissmasar-Sachen, da soll das auch drinne bleiben. Und bei Todoist habe ich dann eher so allgemeine Aufgaben und meine eigenen Business-Aufgaben und meine privaten Aufgaben. Da steht auch drin, wenn ich, keine Ahnung, Brot kaufen muss oder sowas. Okay. Das finde ich ganz cool, das ist schön aufgeteilt. Jetzt die Hochzeit wird darüber geplant, alles. Das ist großartig. Du musst auch groß für die Hochzeit kaufen, oder? Ja, ich muss nach Tischkarten designen. Ah, Tischkarten. Ja, das stimmt. Tischkarten-Design. Ich habe auch schon designt, aber der Ausdruck funktioniert nicht gut. Und was ich übrigens auch noch benutze, ist Canva. Das finde ich auch sehr spannend. Früher war ich ein bisschen Hater, weil ich dachte, irgendwie Canva-Designs sehen alle gleich aus. Aber wenn man sich intensiver mit beschäftigt, gerade für Leute, die jetzt nicht so gut sind, ist Canva schon cool. Ne? Also natürlich für richtige Designer, die nutzen dann Photoshop und Co., aber Canva ist das bessere Tool. Das heißt aber, du hast dann deine Tasks in mehreren Tools. Also ich stelle mir das extrem schwer vor, weil ich habe so ein Master-Tool und die Einkaufsliste für den Supermarkt ist wirklich das Einzige, was extra ist. Aber alles andere ist für mich in einem Master-Tool. Ich würde dann auch die Tasks sozusagen kopieren, wenn das zum Beispiel ich beim Mandanten-Tool drinnen bin. Ja, also ich muss sagen, das Todoist ist ein sehr einfaches Tool und wirklich mehr so ein Get-Shit-Done-Methoden-Thema, so wirklich einfach erstmal alles zusammenpacken. Und Asana zum Beispiel gibt ja eine wesentlich komplexere Möglichkeit, also bildet wesentlich komplexer ein Projekt ab, ja, mit Abhängigkeiten und verschiedenen Personen dann drin. Und ich tatsächlich starte einfach meinen Tag beim Vorwissmasar und check dann Asana und arbeite das ab in den Zeiten, die ich habe. Und versuche da eigentlich weitestgehend To-Dos gar nicht anzugucken. Und alles andere findet halt in To-Dos statt. So ja, ist glaub, die Planung ist, eigentlich. Das ist dann das Thema, wenn man geregelte Arbeitszeiten und so weirde Sachen hat, da kommt das schon rein. Ja, das genau. Also Kilian, Gandalf oder Dumbledore? Gandalf, ich habe tatsächlich mit Harry Potter gar nicht so viel zu tun gehabt in meinem Leben, das habe ich ein bisschen verpasst. Ich habe es zwar geguckt und auch gelesen, aber... Hey, ich mache da keinen Vorwurf, gell? Aber wir haben schon wieder mal extrem viel gelernt heute. Die Frage ist jetzt, was kommt für dich als nächstes?
wo findet man deine Workshops? Können die unsere Hörerinnen einfach kommen und sagen, hey, wir wollen jetzt mit Kilian einen KI-Workshop haben oder sollen uns einfach das Telefonbuch vorlesen? Wo auch immer du für Geld nimmst. Ich wollte Telefonbuch vorlesen, ich auch, ich kann gut vorlesen. Ich übe das jeden Tag seit Jahren für meine Kinder. Nee, also gut, damit hast du dann diese Vorstellungen gleich zerstört, zurück zu vielen Workshops. Gut. Man kann mich einfach auf LinkedIn anschreiben oder ich habe natürlich eine Webseite und ich habe auch einen Blog. Ich freue mich auch, wenn Leute den Blog abonnieren. Da stecke ich wirklich viel Liebe rein und ab Juli werde ich da auch wieder mehr Zeit für finden. Und ich finde so, also vielleicht abschließend, was ich sage, was ich jetzt für mich entschlossen habe und gerne mache, ist, weil wir hatten das ja vorher mit dem Dayjob und mein Nightjob soll eigentlich sein, dass ich in der Lage bin, noch ein bisschen kreativer zu arbeiten. Ich habe früher in der Kanzlei, wenn wir Werbung und Marketing gemacht haben, immer alles immer so ein bisschen mit dem Fokus SEO und bewirbt man hier alles richtig gut und ist das, passt das zu, wie man spricht und ist das alles gut und dürfen Anwälte sowas machen? Und jetzt merke ich so, wie ich einfach Stück für Stück so jegliche, es dauert länger, Fessel von mir reiße und sage, okay, das Einzige, was im Vordergrund steht, ist der kreative Prozess. Auch wenn es ein Wissensbeitrag ist, kann man da, glaube ich, irgendwie einen kreativen Prozess drumherum bauen. Und das würde ich irgendwie gerade weiter erforschen und das macht mir Spaß. Deswegen beschäftige ich mich gerade viel mit kreativen Dingen und wie kann ich wieder kreativer sein und so ein bisschen vielleicht manchmal Eingelerntes wieder verlernen, um da mehr Freiheiten zu haben. Oh, aber ich glaube, ein schöner mit mehr Weisheit kann man den Podcast jetzt auch nicht beenden. Also lieber Kilian, es hat mich wieder mal gefreut, dass du jetzt diesmal aufgenommen mit mir, mit uns geplaudert hast und dass du bei sehr, sehr vielen meiner blödsinnigen Ideen mit Feuer und Flamme dabei bist. Aber diese Dinge werden wir dann in ein bisschen weiter in der Zukunft erst spoilern. Ich danke dir. Ich finde deine Ideen nicht blödsinnig und ich bin gerne dabei. Danke, dass ich dabei sein durfte am Podcast. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, dass ihr beim Nerds of Law Podcast zugehört habt. Auf unserer Webseite nerdsoflaw.com könnt ihr das Impressum, Datenschutzinformationen und viele spannendere Dinge finden. Dieser Podcast ist durch eine Creative Commons by Non-Commercial 4.0 International License geschützt. Das bedeutet, ihr dürft den Podcast kopieren, mit Freunden teilen, mit der Information, wo der Podcast herkommt und ihn nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Das Urheberrecht für die Musik liegt bei Mick Bourdais. Ihr findet seine Webseite unter mickbourdais.com. Live long and prosper. Eure Nerds of Law.